Freunde, herzlich willkommen in Malaga. BMW F750 GS und BMW F850 GS. Wir gucken, was passiert. So Freunde, wir starten jetzt mit der neuen BMW F850 GS. Mit dabei hier the one and only Mr. 1000 PS Fauli. Spanische Fliege heute. Wir werden auf jeden Fall viel Spaß haben heute. Jetzt habe ich schon gedacht, wir werden auf alle Fälle stürzen. Nein! Na, Offroad werden wir dann schon irgendwann hinfliegen vielleicht. Man weiß vielleicht das ja nicht. Vielleicht ich. Genau. Man weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall sehr viel Spaß haben, probieren das neue Fahrzeug aus. Und ich setze mir jetzt mal meinen Hut auf und dann geht es hier mit dieser Onboard-Kamera weiter. So Leute, ich habe gezündet. Schönes, großes TFT-Display. Sehr fein. Ja, was mir direkt auffällt, ist eine angenehme, niedrige Sitzhöhe. Wir haben quasi eine neue Maschine im Mittelklasse-Segment. Wir haben hier ein Display mit Connectivity-Möglichkeit, Schaltassistent. Auf den ersten Metern fällt mir auf, dass alles schon mal weich geht. Also ich drücke einfach die Gänge easy peasy rein. Also du kannst das Motorrad mit dem Handy koppeln. Du kannst im Endeffekt ja die Telefonfunktion nutzen und auch über das Telefon die Navigationsfunktion nutzen. Aber mit einer Einschränkung, wir haben hier eine ganz normale Pfeilnavigation. Ist aber schon nicht schlecht, also eine schnelle Lösung ist es in jedem Fall. Jetzt so eine Routenplanung zu machen ist, ja, da empfiehlt es sich natürlich nach wie vor ein richtiges Navi hinzubauen. Da gibt es ja dann auch eben den Halter, der hier oben an der Gabelbrücke montiert wird. Das Dashboard ist natürlich schon die Top-Ausstattung, so wie der Quickshifter. Aber ganz ehrlich, das würde ich mir gönnen. Das ist einfach, ja, das ist cool. Siehst auch hier, Traktionskontrolle ist direkt ein bisschen am Schaffen. Ah, okay, jetzt ist der Rain-Modus auch aktiv. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Wir haben einen Rain-Modus, einen Road-Modus, einen Dynamic-Modus, einen Offroad und einen Offroad-Pro-Modus. Und jetzt geht's dann auf den losen Untergrund. Dynamic, Enduro. Okay, cool. Was hier interessant ist, diese ganzen Parameter, die abrufbar sind bei meinem Fahrzeug. Wie komme ich zurück? Ah, okay. Ne, gehst du hier hin auf mein Fahrzeug. Reichweite, Batteriespannung. Okay, das zeigt jetzt hier an. 2,0 Bar vorne, 2,1 Bar hinten. Das gibt so ein kleines Ausrufezeichen, aber wir haben ja diese Offroad-Bereifung drauf. Und hier auch maximal 160 km/h. Das können wir hier mit einem Aufkleber gekennzeichnet. Ich bin jetzt im Enduro Pro-Modus, das heißt, das ABS ist hinten deaktiviert. Vorne funktioniert es noch. Der hintere Dämpfer ist ein bisschen anders eingestellt. Ich gehe nochmal zurück. Und da haben wir wieder unsere Fahrmaske. Also das ist schon cool gemacht. Du musst wirklich gar keine Bedienungsanleitung lesen. So, was ist mir zu meiner größten Freude aufgefallen?
Ich hatte jetzt die Zündung ausgeschaltet. Ich habe im Enduro Pro Modus ausgeschaltet, habe wieder eingeschaltet und das Motorrad hat diese Einstellung gespeichert. Geht doch. Das kriegt direkt mal einen großen Pluspunkt von meiner Seite. Auf jeden Fall cool. Ha, Wahnsinnsgegend hier. Richtig schön. Ja, Leute, ich habe mir jetzt mal so den ersten Eindruck gemacht von der BMW F850 GS. Also das ist die neue Mittelklasse, die sehr erfolgreich bereits gelaufen ist. Ihr erinnert euch, die Vorgängerin hatte eben den Tank im Heck. Das Ganze wurde jetzt umverlagert wieder auf eine konventionelle Art. Wir haben hier wirklich auch nicht ein Motorrad, was abgedatet worden ist, sondern komplett neues Motorrad. Also BMW F850 GS oder die etwas kleinere BMW F750 GS. Wir haben jetzt mal angefangen mit der großen oder größeren. Also die unterscheidet sich auch von der Leistung. Was so ein bisschen irritierend ist vielleicht, der Hubraum ist bei beiden Modellen gleich. Wir haben hier bei beiden Fahrzeugen Hubraum von 853 Kubikzentimeter. Mein erster Eindruck, das passt erstmal. Du fährst, du fühlst dich wohl. Das ist eine gewohnte Geschichte. Also du musst jetzt nichts neu irgendwo dich eingrooven auf das Bike. Was ich sehr gut finde, ist, dass ich alles an Bedienungen intuitiv lösen kann. Also ich brauche keine Bedienungsanleitung lesen. Super cool, bin ich ein totaler Fan. Und ich bin auch totaler Fan von diesem TFT-Display, was allerdings aufweispflichtig ist. Jetzt fragt man sich, okay, da kommt das große Kreuzchen. Es geht aber, wir sprechen hier von 600 Euro, die aber gut investiert sind. Ich hätte gesagt, wir unterbrechen diesen kleinen Vortrag ganz kurz mit einer schönen Fahraufnahme, ein paar schöne Fahrbilder, ein bisschen Mucke drunter und los geht's. Was ich auf jeden Fall gut finde, ist die Dosierung der vorderen Bremse. Hier hat man auch nicht gespart. Überall schön Stahlflexleitungen drin. Was machst du denn jetzt da? Ja, ich wollte jetzt mal so ein bisschen gucken, was denn unter der Sitzbank ist. Da gibt es 4 verschiedene Sitzbänke. Da, für die Nummer brauchst du die Bedienungsanleitung. Das ist, aber das will man auch da drunter. Scheiße, ich habe was kaputt gemacht. Wir können doch nicht mal weiterfahren. Gott. Ja, was haben wir noch am Fahrzeug? Wir haben natürlich bei der F850 GS ein großes Vorderrad, ein 21 Zoll Vorderrad. Und was ganz clever gemacht ist, hier sind Schlauchlosfelgen verbaut. Das heißt, die Speichen sind hier außen an der Kante eingedrahtet. Das heißt, da wo im Endeffekt normalerweise bei jedem Speichenrad die Luft entweichen würde, funktioniert das hier, weil die auf der Außenkante greift. Auch clever, ne? Und was ich jetzt nicht ganz verstehe, wir haben auf dem Hinterrad ein 17 Zoll Format. Normalerweise Enduro, weiß jeder von euch, 21 Zoll vorne und 18 Zoll hinten. Aber vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass man mehr Reifenauswahl hat. Viel hilft viel. Dazu kommen noch etwas mehr Federwege und dann ein Baukastensystem. Das ist der Riesenwunschzettel. Also da sagt er dem Christkind jetzt schon Bescheid. Dann kann man schon mal hier Kreuzchen machen. Es gibt wirklich alles. Zusatzscheinwerfer, Bodenplatte. Um das Ganze aufzuzählen, das wäre Spielfilmlänge. Also das ist,
Was ich auf jeden Fall ankreuzen würde, ist der Schaltassistent, der Schaltautomat. Das heißt, rauf- und runterschalten ohne Kupplung. Also du fährst ganz normal mit Kupplung an und lädst dann die Gänge rauf oder runter, wie du es möchtest. Tolles Feature. Das hätte auf jeden Fall in meiner Wunschliste ein Kreuzchen verdient. Und ein etwas höherer Lenker. Gerade wenn man jetzt abseits fährt von der Straße, ist es was gefälliger, wenn man im Stehen fährt, dass der Lenker ein bisschen höher ist. Sonst kriegst du Rücken. Cool, jetzt ist Pause. Das heißt, wir geben hier die Schlüssel ab. Keyless Go, ne? Du gibst deinen Schlüssel ab. Und steigen dann um auf wiederum die F850 GS, aber in so einem Straßensetup. Was gibt's mehr, was gibt's weniger? Also wir haben hier im Prinzip einen Tempomat noch drin und eine reine Straßenbereifung. Dass man sich auch wirklich einen Eindruck machen kann, wie fährt das Ding denn jetzt auf der Straße? Mit diesem neuen Motor, der jetzt auch zwei Ausgleichswellen hat und eben einen anderen Zündversatz hat, hast du sowas Spritziges, Beschleunigung ist wirklich angenehm, Handling fühlt sich auch gut an. Bremse ist jetzt hier deutlich besser dosierbar, wie gesagt, dadurch, dass der Bremshebel etwas besser eingestellt ist. Jawohl, guck mal, wie das vorwärts geht. Cool. Dynamic ESA, also das heißt, ich kann quasi vom Lenker einmal einstellen, wie der Dämpfer reagiert, und der Dämpfer, also es ist ein Sachs ZF Dämpfer, und hier haben wir quasi die Möglichkeit, auch diese Heckhöhe anzupassen. Das Teilchen ist natürlich ein bisschen größer als Mittelklasse, aber das war ja auch der Sinn der Sache, die Mittelklasse so weit zu verbessern, dass hier eigentlich gar keine Wünsche mehr offen sind. Und was sehr, sehr gut ist, dieser Schalthebel, also Schalthebel und Fußbremshebel sind im Prinzip aus Metall. Wieso aus Metall, wieso so simpel? Gerade wenn ich mal auf einer Fernreise bin und nicht direkt ein BMW-Händler um die Ecke ist, dann kann ich sowas hier mit einer Zange ausrichten. Und das ist für mich so eine afrikanische Top-Lösung. 150, 70, 17 auf dem Hinterrad, 90, 90, 21 auf dem Vorderrad. Das Ganze ohne Stollen jetzt ist natürlich ein Traum. Die Sonne kommt raus. Wir haben heute alles richtig gemacht, oder Steffen? Ja, ich finde auch, besser geht nicht. Besser geht nicht. Wir sollten keine Zeit verlieren und ein Ründchen fahren, weil es so schön ist. Bis später. Das wieder grinst, das ist super. Also ganz gelungene Mittelklasse. Ich denke, die GS ist auf jeden Fall angekommen. Man hat natürlich jetzt deutlich gemerkt, dass das Motorrad viel harmonischer fährt mit diesen Straßenreifen. Eben die wenigsten werden ins Gelände gehen. Aber du kannst ja hier ein Motorrad zusammenstellen in der Mittelklasse, was alles kann. Das ist super. Das kriegt sogar zwei Däumchen von mir. Ich hatte einen richtig tollen Tag. Im Gelände hat alles super funktioniert. Schöne Runde auf der Straße gefahren. Also, da bleiben eigentlich gar keine Wünsche offen. Doch vielleicht sehen wir uns wieder. Ne, wir sehen uns ganz bestimmt wieder. Es gibt nämlich auch noch eine BMW F750 GS. Boah, die ganze Aufregung. Also, jetzt dürft ihr aber mal gerne ein Däumchen da lassen. Da geht's zum Abo und da geht's zum nächsten Video.